Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Gemeinsame Entwicklung einer Handelsstrategie. Das ist jetzt der dritte Teil der kleinen Webinarreihe. Ich zeige Ihnen auch gleich, wo Sie die anderen zwei Aufzeichnungen finden. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Bevor ich jetzt aber an David weiterleite, müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis lesen und zur Kenntnis nehmen. Diese Veranstaltung dient natürlich nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie auch kurz pausieren und das alles in Ruhe lesen. Den Link zu unserem YouTube-Kanal schicke ich dann auch jetzt gleich in den Chat rein. Finden Sie jetzt hier. Da sind auf jeden Fall die anderen beiden Aufzeichnungen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, David, ich übergebe den Bildschirm. Freue mich auf den letzten Teil und ja, wünsche viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. So, vielen Dank dafür. Ich musste kurz den richtigen Bildschirm auswählen, aber jetzt müsste man ja meinen korrekten Bildschirm aussehen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Heute ist das Finale, noch nicht von der Fußball-WM, aber von unserem gemeinsamen Webinar. Mein Name ist David Warney. Ich bin mit IgoCamp stolzer Partner von FX Lab. Ich bin hier Gründer und Geschäftsführer. Wahrscheinlich haben Sie schon einige Male von uns gehört. Wir sind halt darauf spezialisiert, automatisiert an der Börse zu handeln. Und dazu gehören alle Aufgaben, die irgendwie damit zu tun haben, zu unseren Aufgaben. Das heißt, die Programmierung von Handelssystemen, von Indikatoren, von Skripten, die Entwicklung von Handelsstrategien. Und genau das ist auch das Thema, was wir heute wieder behandeln. Und zwar haben wir die gesamte Reihe ja aufgebaut, nicht um Ihnen eine schöne Performance-Kurve zu zeigen, sondern wir möchten Ihnen einen kleinen Einblick gewähren, wie wir im Kurzabriss eigene Handelsstrategien entwickeln. Das Ganze machen wir seit Teil 1 hier schon gemeinsam live. Das heißt, wir haben uns nicht im Vorfeld eine schöne Strategie ausgesucht, sondern haben ganz grob eine Idee entwickelt. Das war hier die Idee, dass wir eine gewisse Anzahl von Candles im Chart erkennen und diese handeln möchten. Das heißt, in der Standardeinstellung warten wir darauf, dass wir drei rote oder drei grüne Candles haben und wir möchten dann dagegen handeln. Das liest man auch in einigen Büchern oder wenn man etwas weiter in den Foren, in den US-Foren gerade herumsurft, dann liest man immer wieder von dieser sogenannten Drei-Candle-Strategie. Ob sie funktioniert oder nicht, das wissen wir im Vorfeld nicht. Es kann durchaus sein, dass wir die Webinarreihe beenden und keine profitable Handelsstrategie haben. Wir hoffen es natürlich, aber wenn es nicht so sein sollte, dann widerspiegelt das eigentlich einfach nur die Realität. Und zwar ist nicht jede Strategie, die man anfängt oder entwickelt, auch eine Gewinnerstrategie. So ähnlich wie beim Trading, wenn wir manuell am Markt traden, ist es auch bei der Strategieentwicklung so, dass nicht alles profitabel ist. Was haben wir momentan gemacht in den letzten zwei Webinaren? Wir haben schon ein Grundsystem entwickelt. Ich gehe dafür einfach mal kurz in den Quellcode herein. Vorab dazu, den Quellcode gibt es auch am Ende der Webinarreihe, also heute am Ende des Webinars, kostenlos zum Download. Dazu poste ich nachher, wenn wir damit durch sind mit dem Indikator, auch mit dem EA den Link hier in den Chat und dann kann sich das jeder kostenlos auch herunterladen, noch mit rumexperimentieren, Backtests durchführen oder eventuell erweitern, ansehen, begutachten, was auch immer. Den gibt es ja auf jeden Fall noch kostenlos am Ende des Webinars noch mit dazu für alle, die hier teilgenommen haben. Das heißt, alle, die in der Webinarreihe nicht angemeldet sind, die erhalten das nicht. Also wirklich exklusiv für unsere Gruppe hier von der Webinarreihe. Also gucken wir nochmal ganz grob in den Chart. Was möchten wir eigentlich handeln? Wir warten darauf, dass wir eine gewisse Anzahl an Candles finden, wie beispielsweise hier in der Mitte.
möchten wir 1, 2, 3, 4 rote Candles. Das heißt, wir achten auf Candles in Folge. Beispielsweise auch hier 1, 2, ich nehme für den Cursor, dann sieht man das besser. 1, 2, 3, 4, 5, die nach oben gehen. Also wir möchten die Reihenfolgen handeln. Mit der Theorie, dass nach einer starken oder einer großen Reihenfolge von Candles in eine Richtung, dass dann eine Korrektur auftritt. Oder auch hier rechts, wir haben viele grüne Candles nach oben und dann möchten wir auf die Korrektur setzen. Das ist die Grundidee. Das haben wir bisher auch schon entwickelt. Das heißt, wir erkennen diese Reihenfolgen. Das können wir auch dynamisch einstellen. Also wenn wir den EA anwenden, im Backtester beispielsweise oder auf dem Chart, dann können wir das einstellen, welche wir handeln möchten. Standardmäßig achten wir auf 3. Das ist so die Ursprungsidee, dass wir auf 3 Candles in Folge schon anspringen und dann gegen den Trend quasi handeln. Wenn wir jetzt hier uns diese Candles angucken, eine grüne, eine zweite grüne, eine dritte grüne und dann würden wir short gehen. Das wäre jetzt in dem Fall ein Verlust gewesen, aber uns geht es nicht um einzelne Trades, sondern um die Masse. Das haben wir bisher entwickelt. Wir haben bisher auch schon einen Stop-Loss und einen Take-Profit eingebaut. Der ist auch schon implementiert. Ich gucke damit einfach mal kurz in den Quellcode. Der ist fest angegeben. Das heißt, wir können die Angabe in Tipps gestalten. Das haben wir beim letzten Mal auch durchgetestet. Und beim letzten Mal haben wir bisher noch kein profitables System entwickeln können. Technisch hat das alles wunderbar funktioniert. Das heißt, wir sind automatisiert unterwegs. Wir handeln automatisiert Long und Shorts. Wir setzen den TP und den SL auch automatisch. Das funktioniert alles. Und beim letzten Mal haben wir uns schon grob Gedanken gemacht, wie wir das Ganze noch optimieren können. Und hier haben wir uns für heute 3 neue Funktionen einfallen lassen. Die werden wir gleich gemeinsam programmieren, um das System noch profitabel zu bekommen. Hoffentlich. Wir wissen es natürlich nicht. Und dafür haben wir uns 3 Sachen einfallen lassen, die mich beim letzten Mal gestört haben. Und zwar ist so der typische Ablauf natürlich. Ich habe eine Grundidee, die programmiere ich, die backteste ich. Dann habe ich höchstwahrscheinlich noch kein profitables System. Aber ich kann mir die Trades angucken. Und wenn wir uns den letzten Backtest angesehen haben, haben wir ganz oft gesehen, dass wir einfach viele Fehltrades haben. Ein Beispiel, dafür zoome ich etwas weiter rein. Momentan ist es uns nämlich egal, wie groß die Candles sind. Das heißt, ich aktiviere das kurz. Das System würde beispielsweise auch, wo haben wir hier vielleicht ein Beispiel, hier zum Beispiel haben wir 1, 2, 3, 4 grüne Candles, also 4 Candles, die nach oben gehen. Das stimmt, technisch würde ich hier handeln, aber das möchte ich nicht handeln. Ich möchte große Candles handeln, wie zum Beispiel hier, die nach unten gehen, die hier nach unten gehen oder die hier nach oben gehen. Und ich möchte nicht handeln, wenn der Markt sich kaum bewegt und wo das Open fast gleich dem Close ist. Wenn wir davon 3 Candles hintereinander haben und wir dann auf die Korrektur setzen, dann ist das nicht aussagekräftig für uns. Also würden wir heute noch einen Filter einbauen, und zwar würden wir sagen, wir handeln nur oder beachten nur Candles, die eine gewisse Größe haben. Also dass wir sagen, wir haben jetzt beispielsweise hier 3, 4 Candles in Folge, aber jede Candle muss mindestens beispielsweise 10 Pips groß sein oder 3 Pips groß sein oder 5 Pips groß sein, damit wir die auch handeln. Weil so können wir die ganzen kleinen Mini-Candles ausfiltern, die uns eigentlich nichts bringen und nicht aussagekräftig sind. Das ist Funktion 1. Da hoffe ich mir ziemlich viel davon, wenn wir das gemeinsam gleich programmieren. Idee 2 ist, dass wir noch einen Filter einbauen, und zwar einfach einen ganz simplen, klassischen SMA-Filter, dass wir sagen, je nachdem, über oder unter dem SMA, gehen wir nur long bzw. nur short, dass wir so ein bisschen auf die Makroebene schauen und gucken, wo sind wir eigentlich momentan am Markt. Sind wir stark über dem SMA, stark unter dem SMA, damit wir nicht gegen den Trend handeln oder eventuell gegen den Trend handeln, aber auf jeden Fall einen Makrofilter eingebaut haben. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 finde ich auch noch sehr wichtig. Wir haben momentan einen fixen Stop-Loss von x Pips. Das können wir einstellen, aber die Erfahrung hat bei uns gezeigt, dass feste Stop-Loss-Setzungen
dafür sorgen, dass Handelssysteme nicht lange funktionieren oder am Markt profitabel sind. Wieso ist das so? Ein Beispiel: Hätten wir 2005 ein Handelssystem für den DAX Future entwickelt, dann hätten wir wahrscheinlich da einen Stop-Loss von 20, 30 Punkten genommen. Das wäre so, wo man sagt, hui, hier hat sich der Markt schon ganz schön bewegt. Würde das System heute noch laufen? Heute wäre das mit einem kleinen Zucken im Markt. Also heute sind 30 Punkte im DAX nichts. Das ist wahrscheinlich unter der durchschnittlichen Bewegung am Tag. Daher bin ich großer Fan davon, Stop-Loss-Angaben oder generell alle Angaben wie TP, SL immer dynamisch zu gestalten. Wie können wir das dynamisch machen? Ich möchte hier nicht jeden Tag raufgucken und den Stop-Loss anpassen, sondern wir können das ganz einfach mit dem ATR-Indikator machen. Mit dem ATR, der zeigt die durchschnittliche Tages- oder Candle-Schwankung an. Das heißt, wenn wir gerade eine Phase haben, wo der Markt sich nicht groß bewegt, haben wir eine durchschnittlich geringe Schwankung zwischen dem High und dem Low. Und wenn der Markt stark am Bewegen ist, haben wir einen hohen ATR. Und hier würde ich den Stop-Loss gerne anhand des ATRs berechnen. Bedeutet im Umkehrschluss, haben wir einen Markt, der sich gerade stark bewegt, dann möchte ich auch einen größeren Stop-Loss haben. Wenn der Markt sich gerade sehr, sehr wenig bewegt, möchte ich einen geringeren Stop-Loss haben. Wieso? Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich nicht aus dem Markt geschüttelt werden möchte, wenn nichts passiert. Also wenn es gerade normal ist, dass wir jede Stunde 100 Punkte uns bewegen, dann kann ich eigentlich keinen Stop-Loss von 3 Punkten setzen. Je nach Strategie. Für diese Strategie würde das nicht funktionieren, wenn ich auf Stundenbasis beispielsweise unterwegs bin. Das ist also die dritte Funktion. Das heißt, wir gestalten den Stop-Loss dynamischer, dass wir unabhängig von der aktuellen Marktvolatilität sind. Wir bauen den SMA-Filter ein und wir achten darauf, dass die Candles eine gewisse Größe haben. Das sind die drei Funktionen, die wir jetzt gemeinsam programmieren, danach auch backtesten und dann können wir mal sehen, ob wir damit das System profitabel bekommen oder nicht. Wir werden da wahrscheinlich noch ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen, aber das wird jetzt erstmal der Fahrplan hierfür sein. Wenn Fragen sind, können Sie natürlich gerne ruhig jetzt schon stellen. Ich schaue auch ab und zu mal rauf. Je nachdem, wenn es gerade zum Thema passt, beantworte ich die direkt. Ansonsten spätestens am Ende des Webinars gehen wir nochmal die Fragen durch und dann werden auch alle Fragen geklärt, dass hier keiner mit offenen Fragen nach Hause geht natürlich. Gut, dann schauen wir wieder in den Code rein. Auch hier keine Angst, das Webinar ist nicht darauf ausgelegt oder hat nicht die Voraussetzung, dass Sie schon der Top-Programmierer sind. Prinzipiell können Sie hier auch ohne Programmiererfahrung mitsehen oder zuschauen. Da wir das Ganze wirklich Schritt für Schritt und einfach erklären und auch erläutern. Natürlich werden Sie am Ende des Webinars auch kein Programmierer werden, der sich jetzt als Programmierer irgendwo anstellen lassen kann, das nicht. Aber Ziel ist es halt auch, dass Sie ein bisschen den Einblick hier bekommen. Fangen wir also direkt an mit der ersten Funktion, die wir einbauen möchten. Und zwar haben wir die Überprüfung, wie groß maximal oder minimal eine Candle sein muss. Hier oben haben wir die Variablen, also hier speichern wir temporär Werte. Hier haben wir beispielsweise angegeben, wie oft eine grüne Candle in Folge auftreten muss, eine rote, wie groß der SL ist und wie groß der TP ist. Jetzt brauchen wir noch eine neue Variable und zwar müssen wir irgendwo den Wert festhalten, wie groß eine Candle mindestens sein muss. Das fangen wir wieder mit Input an. Das bedeutet, alle Variablen, wo ein Input vorne steht, kann ich dann später hier im MetaTrader ändern. Das heißt, wenn ich jetzt das System hier drauf anwende, dann habe ich hier bei den Eingaben die Werte, die ich jetzt programmiere. So muss ich nicht jedes Mal den Code aktualisieren, neu erstellen und dann hier testen, sondern kann das direkt im MetaTrader machen. Würde ich keinen Input davor setzen, dann hätte ich die Auswahl nicht. Aber wir möchten es ja ändern und anpassen. Von daher kommt hier das Input davor. Es wird eine Double-Variable und die nennen wir einfach mal Min Candle Size. Das heißt, wie groß muss eine Candle mindestens sein? Wir machen die Angabe jetzt einfach relativ schlicht in Pips, dass wir den absoluten Pip-Wert angeben. Und ich nehme jetzt hier für den Test einfach mal 3 Pips. So, klicken aber mal kurz auf Kompilieren, um zu gucken, ob es hier Fehler gab. Alles wunderbar. Gut. Jetzt haben wir den Wert schon mal. Dann brauchen wir noch andere Werte. Hier überlege kurz. Ich glaube nicht. Das ist erstmal das Einzige, was wir wieder fixen.
geben momentan. Könnten wir natürlich auch vom ATR abhängig machen, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen heute sprengen. Gut, dann gehen wir nochmal grob durch den Code. Wir haben hier die OnTick. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der Preis sich aktualisiert im MetaTrader von dem Asset, welches wir handeln möchten, dann wird diese OnTick hier aufgerufen. Das heißt, alles, was hier drin ist, wird mit jedem neuen Kurs überprüft. Was haben wir hier? Erstmal prüfen wir, ob wir eine neue Candle haben. Also innerhalb einer Candle bringt uns die Überprüfung nichts, da wir ja auf On-Close unterwegs sind. Das bedeutet, nur dann, wenn eine Candle abgeschlossen ist, dann erfolgt die Prüfung, ob wir jetzt die drei Candles in Folge haben oder vier, je nachdem, was wir einstellen. Dann prüfen wir erstmal, ob wir eine Position haben. Wir wollen maximal nur eine offene Position. Das bedeutet, wenn eine offene Position da ist, dann gehen wir nicht rein. Dann prüfen wir, ob die Candle jetzt wieder grün ist. Wenn das wieder so ist, dann prüfen wir, ob wir ausreichend grüne Candles haben. Das hatten wir beim letzten Mal schon programmiert. Und dann kommt hier der spannendste Teil. Das haben wir auch am Ende des letzten Webinars umgesetzt, dass wir hier den SL berechnen, den TP berechnen und die Order letztendlich hier auch abschicken. Und hier kommen jetzt auch die Änderungen schon rein. Und zwar brauchen wir jetzt noch den SMA. Weil momentan lautet die Überprüfung, wir handeln, sobald der Co und die Candles x-mal in Folge eine Farbe hatten. Das Ganze will ich noch filtern, indem ich ein SMA einbaue und einfach sage, dass der Kurs unter dem SMA sein muss, damit ich eine Short Order eingehe. Dass ich quasi nicht gegen den Makrotrend handle, sondern nur gegen den temporären Mikrotrend, untergeordneten Trend, den wir das bezeichnen möchten. So, dafür brauche ich wieder eine Variable, wieder ein Double, nenne ich ganz simpel SMA, da wir auch den SMA reinpacken. Und dann beginne ich den SMA letztendlich zu definieren. Da fangen wir an wieder mit einer Double. Und hier nutzen wir die IMA-Funktion. Darüber können wir die Durchschnitte ansprechen. Klicken wir einfach einmal rauf. Und dann sehen wir auch die ganzen Werte, die wir jetzt angeben müssen. Das sieht immer ohne die Hilfe recht kompliziert aus, aber hier ist es eigentlich Schritt für Schritt angegeben. Können wir auch gleich mal gemeinsam durchgehen. Als erstes müssen wir sagen, lieber SMA, welche Datenbasis sollst du eigentlich haben? Hier möchten wir natürlich die Daten nehmen von dem Asset, welches wir handeln. Also kann ich hier einfach einen Null angeben. Das ist quasi Default-Wert. Ich könnte aber auch sagen, ich möchte den Euro handeln, aber den Durchschnitt von dem DAX nehmen. Ob das Sinn macht, ist jetzt nicht so interessant oder nicht wichtig, aber für unsere Situation jetzt nicht notwendig. So, dann haben wir die nächste Variable. Es ist ein Wert Timeframe. Da geben wir an, auf welcher Zeitperiode der SMA berechnet werden soll. Ich habe gesagt, ich möchte den Tages-SMA. Von daher gebe ich hier an Periode D1. Das haben wir auch als Auswahl gehabt. Und dann die Periode. Ich möchte den 200er Tages-SMA haben. Dann sehen wir danach hoch, ein Komma. Und dann MA Shift. Das bedeutet, möchten wir den Durchschnitt schieben, also einen älteren Durchschnittwert verwenden? Nein, möchten wir in dem Moment nicht. Dann müssen wir den Modus angeben. Es gibt ja den EMA, TMA, SMA. Wir bleiben hier ganz simpel bei dem SMA. Dann müssen wir noch einen Wert angeben, und zwar auf welche Preisbasis wir das Ganze berechnen. Wir möchten hier on close agieren, wie das ganze System. Wir könnten natürlich auch den Durchschnitt auf die High-Kurse, Low-Kurse oder Open-Kurse berechnen, aber am meisten macht es hier Sinn, die Close-Kurse zu verwenden. Und dann nochmal die Frage, wie wir das Ganze shiften möchten. Auch wieder gar nicht. Und dann beenden wir das mit einer geschlossenen Klammer und geben danach noch einen Wert an, dass wir das Ganze in Doubles umwandeln können. Einfach mal zwischendurch auf Kompilieren klicken, ob irgendwelche Fehlermeldungen aufgetreten sind. Nein, alles wunderbar. Dann können wir jetzt weitermachen. So, schauen wir weiter runter. Oder besser gesagt, weiter rüber. Wir haben jetzt hier die Check Green Candles und hier möchten wir die Überprüfung noch einbauen, ob wir eigentlich den SMA über oder unter dem SMA sind. Das heißt, diesen Wert, den muss ich hier umschieben, und zwar muss ich den nach oben kopieren, weil ich brauche ja hier schon den SMA-Wert. Ich mache das ja etwas ordentlich.
Das heißt, bevor wir handeln, prüfe ich erstmal, haben wir drei grüne Candles. Und jetzt kommt ja noch der SMA rein. Und wir gucken, ob der aktuelle Close-Kurs unter dem SMA ist. Den aktuellen Close-Kurs hole ich mir mit iClose. Dann wieder das gleiche Spiel. Welches Asset möchte ich dafür verwenden? Das, was ich im Chart aktiviert habe, also ein Null. Welchen Timeframe? Dann möchte ich auch das, was ich im Chart angegeben habe. Könnte ich hier auch theoretisch 15 oder was auch immer angeben. Und wieder die Frage, möchte ich das schieben? Hier nehme ich nicht die 0, sondern hier möchte ich um 1 schieben, weil ich möchte die letzte abgeschlossene Candle haben. Deswegen shifte ich das Ganze, also schiebe das Ganze um 1. Hätte ich eine 0, würde ich immer den aktuellen Kurs nehmen. Der aktuelle Kurs ist ja nicht keine abgeschlossene Candle. Die brauchen wir hierfür. Und die Überprüfung lautet dann, ist der Close-Kurs unter den SMA? SMA haben wir hier definiert. Und erst jetzt möchten wir reingehen. Hier fehlt noch eine Klammer. Drücken wir wieder auf Kompilieren. Keine Fehlermeldung. Wunderbar. Gehen wir weiter. Was haben wir hier drunter? Wir haben hier noch den Stop-Loss. Der ist ja momentan fix definiert. Das wollten wir auch nicht mehr haben. Der kommt jetzt raus. Das kommentieren wir einfach aus mit zweimal dem Slash. Das bedeutet, es wird grau und es hat keine Funktion mehr. Es wird nicht mehr ausgeführt quasi. Den definieren wir jetzt neu. Wir brauchen natürlich weiterhin noch einen Stop-Loss, auch wieder ein Double. Aber hier sagen wir möchten den einfachen ATR nehmen. Das heißt, ich gehe Short. Mein Stop-Loss liegt über dem Einstiegskurs. Das heißt, ich nehme jetzt den Einstiegskurs und packe darauf den aktuellen ATR-Wert. Also ich nehme, das kann ich auch einfach kopieren. Das haben wir gerade schon programmiert. Ich nehme den aktuellen Close-Kurs. Und addiere darauf den aktuellen ATR. Den aktuellen ATR hole ich mir mit iATR. Dann geht wieder das bekannte Spiel los. Ich möchte mit null das aktuelle Symbol. Das muss ich groß schreiben. Ich möchte den aktuellen Zeitfenster. Ich möchte die aktuelle, nicht die aktuelle Periode. Ich möchte ein 14er ATR haben. Das heißt, den Durchschnitt der letzten 14 Candles. Und das Ganze wieder um 0 shiften. Klammer zu, Semikolon. Wir gucken mal rauf. Keine Fehlermeldung. Wunderbar. Die TP-Berechnung, die bleibt einfach so. Die lassen wir jetzt in dem Beispiel noch fix. Würde ich, wenn ich das Ganze mit Echtgeld handeln würde, auch dynamisch gestalten. Aber wie gesagt, jetzt für den für das Beispiel reicht das völlig aus. David? Was haben wir denn da drin? Ja? Da ist eine Frage bezüglich des SMA 200. Mhm. Ich gucke mal kurz, muss der SMA 200 nicht aus der vorherigen abgeschlossenen Candle berechnet werden, also 1 statt 0? 1 statt 0 aus der vorigen Candle, das können wir machen, das können wir, genau, das kann man rein theoretisch machen, muss, würde ich jetzt nicht sagen, es gibt zwei verschiedene Varianten, entweder nehmen wir hier wirklich den letzten abgeschlossenen SMA, der sich nicht mehr bewegen kann, oder wir nehmen einfach den aktuellen ATR und sagen, es ist jetzt eine Momentumaufnahme, jetzt sehen wir das. Das kann man beides machen. Ob richtig oder falsch, würde ich jetzt nicht sagen. Aber beides, ja, hat je nach Strategie Vor- und Nachteile. Gut, dann schicken wir hier letztendlich die Order ab. Mit OrderSend, die müssen wir ja gar nichts weiter machen. Das haben wir gemeinsam schon im letzten Webinar entwickelt. Wir haben ja hier schon den SL angegeben, den TP, wir haben einen Kommentar. Green Candles, wir gehen Short. Das ist soweit hier wunderbar. Da müssen wir nichts dran ändern. Das waren jetzt für die Short Orders. Jetzt gehen wir runter in die Long Orders. Hier ist das Gleiche, nur umgekehrt. Von daher können wir uns etwas Tipparbeit sparen und die Sachen von oben kopieren. Wir brauchen natürlich wieder SMA. Den kopiere ich mir einfach hier hoch runter, den packe ich hier rein. Kurz gucken, ob ich was ändern muss. Das passt soweit. Und dann hier wieder die Überprüfung. Hier möchte ich natürlich wieder checken, ob ich jetzt nicht unter dem SMA bin, sondern über dem SMA. Das heißt, ich kopiere mir den Teil von hier oben. Aber ganz wichtig, nicht vergessen, kleiner zu größer als. Das heißt, der Kurs muss über dem Durchschnitt sein. Auch hier nehme ich den Stop-Loss wieder raus und packe die ATR-Berechnung rein. Die kann ich mir auch wieder kopieren, aber
Auch ganz wichtig, da wir jetzt long sind, ist der Stop-Loss unter dem Kurs. Das heißt, ich nehme den Stop-Loss, den Einstiegskurs und ziehe davon den aktuellen ATR ab. So, gucken wir mal zwischendurch, ob wir irgendwo einen Fehler haben. Auch noch wunderbar. Der TP bleibt, das Order senden, das bleibt auch. Dann sind wir hier erstmal mit dem initialen Einstieg und dem Stop-Loss soweit fertig. Das heißt, ADR-Anpassung abgeschlossen, die SMA-Überprüfung abgeschlossen. Was jetzt noch fehlt, ist die Überprüfung, ob eine Candle groß genug ist. Ich formatiere mal kurz den Grimm-Quellcode hier oben. Mit einem Klick ist das also wieder etwas ordentlicher. Das ist abgeschlossen. Da müssen wir eigentlich erstmal nichts machen. Das haben wir beim letzten Mal schon alles gemacht. Und jetzt haben wir hier die Stellen, wo wir was anpassen müssen, und zwar in der Check Green Candles und in der Check Red Candles. Hier lautet ja momentan die Logik einfach nur, haben wir jetzt schon ausreichend grüne oder rote Candles? Wenn ja, dann gehen die Markt. Und jetzt erweitern wir das Ganze mit. Mal kurz, wo ich das am besten reinpacke. Das sollte hier prüfen wir, ob wir größer bzw. kleiner sind. Das passt. Das passt auch. Dann muss das, nehmen wir erstmal hier rein. So, ich mache mir einen kleinen Kommentar und schreibe einfach, ist Kerzenkörper groß genug? Und dann beginnt jetzt hier die Überprüfung, wo wir checken, das so ist. Wie berechne ich den Kerzenkörper? Eigentlich ganz einfach, indem ich je nachdem das Close minus das Open berechne. Und dann habe ich die Größe des Kerzenkörpers und kann dann prüfen, ist dieser Körper größer als eingestellt? Wenn ja, dann ist es für mich eine gültige Candle. Wenn nicht, dann nein. Also fange ich an, brauche wieder eine Double-Variable, nenne es einfach ja, Double Buddy für den Körper. Und hier wieder wie oben. Ich nehme erstmal den Close-Kurs, Klammer auf, und das kennen wir ja, das aktuelle Asset, aktuellen Timeframe. Und bei dem Shiften trage ich jetzt keine absolute Zahl ein, sondern ich nehme Zähler-Variable. Und wenn wir hier oben in der Schleife die letzten X Candles durchgehen, dann trage ich hier ein I ein. Das bedeutet, ja, das ist quasi die Indexzahl, wenn man es so nennen möchte, wo wir gerade durchgehen. Das heißt, die Schleife, das Ganze ist ja eine Schleife, sie läuft einmal durch. Wir fangen dann quasi an bei, gucken zwei Candle zurück, dann gucken wir eine Candle zurück, dann gucken wir die aktuelle Candle an. Und I bedeutet halt immer die aktuelle Candle, die wir hier in dem Block gerade verarbeiten, sage ich mal. So, wir haben also das Close und das Ganze berechnen wir andersrum. Wir nehmen hier Open und berechnen das Ganze minus dem Close. Das heißt, Open und Close einer gleichen Candle nehmen wir. Und hier ändere ich das einfach in Close. Und dann berechnen wir Open minus Close. Und dann haben wir hier den Kerzenkörper in dieser Variable. Und zwar ist es hier in Candle Body. Das müssen wir jetzt noch überprüfen. Momentan haben wir den Wert einfach nur gespeichert, aber machen noch nichts damit. Und das Ganze packe ich dann hier drunter noch in eine Überprüfung mit if. Damit überprüfen wir die ganzen Sachen. Und ich sage hier, Candle Body hoch, ist es größer, anders, gehen wir andersrum, ist es kleiner, als ich gewünscht habe. Hier haben wir die Variable, die wir oben definiert haben, min Candle Size. Das ist nämlich die Variable, die wir hier oben eingestellt haben. Das heißt, hier definiere ich es. Hier sage ich es, ich möchte mindestens 3 Pips haben oder mindestens 30 Pips haben. Und hier unten verwende ich dann die Variable mit min Candle Size. Da ich hier am Mac unterwegs bin, muss ich mir die Sonderzeichen einfach reinkopieren. So, also wenn die Candle kleiner ist, als ich es definiert habe, dann gebe ich ein False zurück. Das heißt, ich habe keine gültige Candle, also keine drei gültigen oder je nach Einstellung Candles in eine Farbe. Also hier gehe ich mit einem Return False ran.
So, ich muss mal gucken, ob ich das soweit alles korrekt habe. Ich gucke einfach mal kompilieren. Habe ich mich irgendwo vertippt? CandleBuddy. Ach, habe ich die falsche Variable genutzt? Sie heißt DoubleBuddy und ich habe sie CandleBuddy genannt. Das kopieren wir. Und dann ist das auch behoben in dem Bereich. So, ich gucke noch mal ganz kurz an der Stelle in die Fragen rein. Ich habe noch die Frage, ob es noch die Aufzeichnung gibt. Ja, die Aufzeichnung wird ja wahrscheinlich am Ende zur Verfügung gestellt. Ach, super. Das ist ja gut aufgepasst. Da kam auch schon der Hinweis mit der falschen Variablename. Variable ist unterschiedlich. Super. Sehr schön, dass Sie so gut aufpassen. Dann kriegen wir das alles gemeinsam auch auf jeden Fall fehlerfrei. So, jetzt haben wir das Ganze für die grünen Candles gemacht. Das Ganze müssen wir jetzt im Grunde genommen nochmal kopieren für die roten Candles, genau. Hier können wir einfach uns den Block wieder herauskopieren. Mal aufpassen, gerade beim Kopieren entstehen eigentlich die meisten Fehler, wenn man zu viel kopiert oder es nicht ordentlich anpasst. Wir haben das hier unten, kommt das rein. Und hier müssen wir ganz genau achten, was müssen wir eigentlich anpassen? Wir müssen es verschieben. Wir müssen hier nicht mehr Open minus Close rechnen, sondern Close minus Open. So, dann gucke ich nochmal durch. Das passt. Die Überprüfung bleibt auch klein. Sie muss größer sein. Dann sollte das funktionieren. Ich gucke mal kurz auf Kompilieren. So, dann sollten wir auch das erledigt haben. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich fehlerfreie Überprüfung mit der Mindest-Candle-Size. Wir haben den SMA eingebaut und wir haben den Stop-Loss dynamischer gestaltet anhand des ATRs. Dann würde ich sagen, öffnen wir den MetaTrader und testen einfach mal das System, ob das so funktioniert. Wählen wir den EA aus. Wir nehmen den Euro-Dollar von 2010 an, einfach mal bis heute, zum 25.06. Wir nehmen jetzt die Stunden-Candles. Das, wie gesagt, da kann man mit rumspielen, kann auch Sie gerne danach noch etwas rumspielen, wo es am meisten Sinn macht. Ich würde jetzt sagen, auf Minuten 1-Basis macht das nicht so viel Sinn, da wir jetzt keine aussagekräftigen Candles haben, aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich teste es jetzt einfach mal durch. Gucke noch mal in die Variablen, die ich habe. Also alles, jede Variable, wo wir einen Input vorgeschrieben haben, die können wir hier definieren. Magic Nummer ist jetzt für den Backtest uninteressant. Wir möchten mindestens drei grüne Candles haben, mindestens drei rote Candles haben, ein Stop Loss, ein Take Profit. Die Stop Loss Variable wird ja nicht mehr genutzt, aber damit das sauber ist, nehme ich sie jetzt hier auch oben raus. Die wird ja dynamisch berechnet. Das klappt auch. Gehen wir zurück. Zack, ist sie draus. TP. Wir lassen jetzt einfach mal auf 10 Pips und die Mindest-Candle-Size, die können wir jetzt auch auf 3 Pips einfach mal belassen. Und bevor wir uns noch zu viele Gedanken darüber machen, was passt oder nicht, starte ich einfach mal den Backtest. Und sollte auch relativ zügig gehen auf Stundenbasis, dass wir das erste Ergebnis auch schon sehen. Wenn keine Fehler passiert sind. Aber in der Regel, wenn die Daten einmal heruntergeladen sind, verarbeitet er sie ganz kurz. Und dann geht der zweite Durchlauf durch, wo einmal nochmal alles grün wird und dann haben wir es jetzt auch schon. Ich gucke mal kurz im Journal. Erstmal keine Fehlermeldung. In den Ereignissen passiert auch erstmal noch nichts. Schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Fehler haben oder ob das einfach nur keine Trades sind, die momentan ausgeführt werden. Aber es sieht momentan so aus, als ob hier irgendwo ein kleiner Fehler sich eingeschlichen hat. Keine Trades, das kann auf jeden Fall nicht sein. Schauen wir mal nach. Dann können wir gemeinsam mal nach dem Fehler suchen, wo es dran liegen kann. Und sehr wahrscheinlich liegt es an der Bedingung, die wir eingebaut haben. Check Red Candles, Check Candles. Ja, wie gehe ich an solchen Fällen ran, wo ich nicht weiß, wo der Fehler ist? Ich gehe stark davon aus, dass es jetzt hier in dem Bereich ist. Von daher entferne ich einfach mal kurz
die neu eingebauten Dinge, um mal zu gucken, ob es damit wieder funktioniert. Die können wir gleich wieder einfügen. Das ist kein Problem. Dann starte ich nochmal den Backtest. Und wenn es jetzt funktioniert, dann weiß ich schon mal grob, wo der Fehler liegt. So. Guck ich mal kurz in die Fragenbox so lange. Sollte man nicht der einfache halber gleiches Format, Canvas Size wie TP nehmen? Ja, was die Sauberkeit angeht, auf jeden Fall, das ist richtig. Das haben wir jetzt einfach eine Eile nicht darauf geachtet, dass wir die Größen gleich angeben. Das heißt, wenn ich bei TP eine 10 angebe, bedeutet das 10 Pips, also 0,0010. Wenn ich bei eine 10 bei Min-Candle-Size eintragen würde, also eine 10,0, dann würde das Tausende von Pips bedeuten. Also hier muss man die absolute Zahl angeben. Stimmt auf jeden Fall. Sauberer und übersichtlicher wäre es, einheitlich das Ganze zu gestalten. Aber als Ausrede sage ich einfach mal so, haben wir beide Varianten kennengelernt. So, und da sehen wir es auch schon. Jetzt funktioniert das, also weiß ich schon mal, wo der Fehler ist. Und was wir jetzt auch gleich dabei gelernt haben, das finde ich ganz interessant. Wir haben momentan nur zwei Funktionen drin, die funktionieren. Wir haben die SMA-Überprüfung, das heißt, der Kurs muss je nachdem über oder unter dem SMA sein. Und wir haben den dynamischen Stop-Loss. Die zwei Funktionen sind schon mal drin und es sieht schon mal ganz gut aus von 2010 bis heute. Auf jeden Fall eine gute Basis, wo man darauf aufbauen kann. Jetzt ist nur die Frage, eine Funktion fehlt noch, und zwar die Überprüfung, dass die Candles eine Mindestgröße haben. Also den Ort haben wir schon mal lokalisiert. Ich kopiere das aber wieder herein, was ich gerade entfernt habe. Das vorher gesichert. Das kopiere ich gleich wieder rein, damit wir es nicht neu entwickeln müssen. So. Suche ich mal kurz die Stelle, die Übeltäter. Dann füge ich das hier nochmal ein, was wir gerade schon drin hatten. Jetzt hat sich der Meta-Editor kurz aufgehangen, sollte gleich wieder weitergehen. Passiert hin und wieder mal. So lange gucke ich mal in die Fragenbox. Sieht erstmal soweit ganz gut aus. Ich hoffe, dass der Meta-Trailer gleich wieder lebt. Dauert wahrscheinlich nur ein, zwei Minuten. Können gerne die Zeit zu lange ab. Da geht's auch schon wieder. Das war doch klar. Also ich ersetze die zwei Funktionen wieder mit dem, was wir gerade schon entwickelt hatten. Ich habe mir das vorher nochmal rauskopiert, füge das nochmal ein. Gucke nochmal auf. Die Kommentare hier müssen wieder raus. So. Gucken wir mal auf Kompilieren. Sieht soweit gut aus. Und ich überlege, wo der Fehler hier liegen könnte. Ja, ich gehe nochmal die Logik gemeinsam durch. Wir sagen, wir holen uns einen Candle Buddy. Ist der Kerzenkörper groß genug? Wir nehmen das Close, rechnen es minus dem Open, haben dann die Candle Größe. Und die muss kleiner sein als ein Min Candle. Das heißt, das stimmt auf jeden Fall soweit. Das gleiche hier unten. Nur vertauscht, wir nehmen Open und rechnen minus Close und die Bedingung ist die gleiche. Wenn der Körper kleiner ist als Min Candle Size, dann wird ein Fall zurückgegeben. Das heißt, wir haben keine Reihenfolge von X zu S. Eigentlich müsste das so funktionieren. Ich teste es einfach nochmal durch. Manchmal passiert es, dass der Metatrader nicht die aktuelle Version genommen hat. Aber jetzt ewig nach dem Fehler suchen, prüfe ich das Ganze einfach nochmal durch. Das sollte auch wieder relativ schnell gehen. Das ist, ich weiß gar nicht genau, wie es im Meta 5 ist. Im Vierer passiert es ab und zu mal, so auch wie auch im Ninja Trailer, dass wenn wir eine Version kompiliert haben, sie danach im Meta Trailer testen, dass der immer noch eine Vorgängerversion drin hat. Das ist manchmal sehr nervig, wenn wir nach Fehlern suchen, die eigentlich gar nicht da sind, sondern nur hier ein kleiner Bug war. Daran könnte es natürlich liegen. Aber schauen wir einfach mal gleich nach. Ah, so, war wahrscheinlich nur ein kleiner Fehler. Ich gucke nochmal in die Kommentare. Größer Min-Kennel und nicht kleiner. Das ist so,
Prinzipiell richtig, man kann so oder so bauen. Wir sagen, wenn der Candle Body kleiner ist als das, was wir angegeben haben, dann geben wir ein Fall zurück. Ein True würden wir dann zurückgeben, wenn die Candle groß genug ist. Andersrum kann man es natürlich gestalten und sagen, der Körper muss größer als Mint Candle sein und dann gebe ich ein True zurück und wenn nicht ein False. Hier haben wir uns quasi einen kleinen If-Else-Block gespart und haben es so gelöst. Aber technisch geht natürlich beides. So, aber was ich sehr schön finde, ist die Performance-Kurve. Die sieht sehr, sehr gut aus mit der aktuellen Einstellung. Gehen wir mal in den Bericht. Was handeln wir eigentlich von Volumen? Wir handeln 0,1 Lot. Haben hier von 2010 an bis heute ja ein Netto Profit gesamt gemacht von ja nicht allzu viel. Wir haben jetzt sogar 1.400 € verdient. Die absoluten Werte finde ich jetzt gar nicht so interessant. Viel interessanter finde ich die Performance-Kurve, wie sie aussieht. Ja, eigentlich dafür, dass wir noch ein relativ Basissystem entwickelt haben, eigentlich ganz gut. Wir haben ja gerade gesehen, als ich die Überprüfung mit den Mint-Candles nicht drin hatte, sah schon ähnlich aus, aber da waren zwischendurch die Einbrüche etwas stärker, als wir es jetzt haben. Und die SMA-Überprüfung wird wahrscheinlich auch sehr viel gemacht haben, den Makrotrend zu beachten. Das machen wir auch inzwischen sehr gerne bei sehr vielen Systemen. Haben wir auch unter anderem in den Systemen, die wir übertreiben, eingebaut. Makrotrendüberprüfung macht einfach Sinn. Ne? Auch wenn wir nicht auf großen Ebenen unterwegs sind, sondern in der Regel auf Stundenbasis, kennen wir alle den Spruch, der Trend ist dein Freund und handel nicht gegen den Trend. Wenn wir das beachten, aber auf einer wirklich Makroebene macht es durchaus Sinn. Und die Logik, die wir dadurch ungewollt gebaut haben, finde ich auch sehr interessant. Und zwar sagen wir ja hier, wir müssen makrotechnisch gesehen, also der große übergeordnete Trend muss in unsere Richtung zeigen, aber das heißt beispielsweise aufwärts und in dem Aufwärtstrend suchen wir nach drei, vier Candles, die plötzlich stark fallen. Und unsere Idee dahinter ist, dass wir wieder dem großen Trend folgen und zurückkommen zum großen Trend und die Korrektur dahin handeln. Das war ehrlich gesagt so gar nicht geplant, aber wenn man die Regeln jetzt so beachtet, sieht das so aus. Und jetzt kommt das Spannende daran, wo ich immer eigentlich am meisten Spaß habe, und zwar mit den Einstellungen ein bisschen zu spielen. Ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass drei Candles in Folge ausreichend sind. Ich hätte gedacht, dass wir zu viele Fehlsignale generieren. Das haben wir auch in den letzten zwei Webinaren gesehen. Aber anscheinend haben die zwei Filter oder drei Filter, die wir heute eingebaut haben, noch ziemlich viel gebracht und uns geholfen. Aber trotzdem interessiert es mich jetzt, was passiert, wenn wir das Ganze ein bisschen hochschrauben und mindestens fünf Candles in Folge haben wollen. Schauen wir uns nochmal das System momentan an. Enden bei ca. 11.400 €. Der Drawdown sieht relativ vernünftig aus und keine großen Einbrüche. Schauen wir jetzt mal und starten den Test einfach nochmal neu durch. Und dann schaue ich nochmal kurz in die Kommentare. Da war die Frage, ob der Fehler von eben auch später nochmal auftreten kann. Bei der Programmierung kann er durchaus auftreten. Also wenn Sie jetzt beispielsweise das System jetzt oder irgendwo ein Handelssystem herbekommen und das System einmal kompiliert wurde, dann ist es mir nicht bekannt, dass da Fehler auftritt. Aber bei der Entwicklung passiert es durchaus mal. Deswegen haben wir hier bei AlgoCamp schon fast die Angewohnheit, gerade bei den Programmierern, dass wir hier auf Kompilieren zwei, dreimal drücken und dann erst testen, weil wenn man einmal den halben Tag nach einem Fehler gesucht hat und dann feststellt, dass es einfach daran lag, dass die Version nicht erstellt wurde, dann gewöhnt man sich das irgendwann an, hier einen kleinen Marathon raufzuklicken. So, zurück zu der Performance-Kurve. Gleichen wir durch. 2, 3 Sekunden noch. Und da haben wir das Ergebnis. Und natürlich handeln wir weniger. Sieht immer noch einigermaßen robust aus. Haben hier kaum Trades durchgeführt. In 10 Jahren haben wir hier 125 Trades durchgeführt. Für mein Verständnis nicht so aussagekräftig. Übertrieben gesagt, wenn ich 10 Jahre trade und 12 Trades erledige, dann habe ich da keine Aussage, ob das funktioniert. Aber wir sehen auch mit der Einstellung, haben wir natürlich weniger Trades. Wir haben hier ganz viele Bedingungen. Wir müssen 5 Candles in Folge haben. Die Candles müssen alle mindestens 3 Pips groß sein und. Schon sehr hohe Anforderungen in dem Beispiel. Aber
eigentlich dennoch sehr interessant. Was ich jetzt noch ausprobieren möchte, hat sich der MetaTrader wieder kurz aufgehangen. Das passiert leider hin und wieder, wenn ich den MetaTrader bei mir auf dem Mac laufen habe. Ich habe hier keinen Windows-PC stehen, sondern mache das Ganze über meinen MacBook und habe da Windows nun virtualisiert. Und dann passiert es hin und wieder, gerade dann, wenn ich auch noch das Webinar anhabe, dass er kurz mal einfriert. Aber was ich gleich noch testen möchte, da sind wir auch schon, dass ich die Einstellung wieder zurückschraube auf 3. Also ich möchte schon ein paar Trades mehr sehen, aber ich möchte größere Candles haben. 3 ist eigentlich relativ wenig, aber wir sehen ja schon, wie viel er momentan gefiltert hat. Ich setze es einfach mal auf 5. Das interessiert mich jetzt, welches Ergebnis wir hierbei jetzt haben. So, solange schaue ich wieder in die Fragen. Warum lassen Sie den ATR nicht auch variabel? Parameter 4 ist Standard, aber eventuell nicht optimal. Das ist richtig. Hier gibt es einige Parameter in dem System, die wir noch optimieren können. Es ist mal eine Gratwanderung zwischen gesunder Optimierung und Curve-Fitting. Es kann natürlich sein, wenn wir das beste Ergebnis und die besten Einstellungen heraussuchen, dann sind wir stark anfällig für neue Marktphasen. Da bin ich persönlich Fan davon, immer Standardeinstellungen zu verwenden, wie den 200er SMA oder den 15er ATR. Natürlich können wir auch, so würde ich das machen, die Parameter grob durchtesten. Das heißt, ich würde den 150er SMA nehmen, den 100er SMA, den 50er SMA. Aber ich möchte für mich kein Ergebnis am Ende haben, wo ich einen ATR von 21 habe und ein SMA von 98 für Longs und für Shorts von 193. So, das riecht stark nach Curve-Fitting in dem Bereich. Ansonsten auf jeden Fall stimme ich Ihnen zu, hier gibt es noch einige Optimierungsmöglichkeiten. Wir haben ja momentan erst jetzt in dem Webinar eine profitable Basis entwickelt. Schauen wir noch mal rein. Wir haben immer noch auf 3 Candles geachtet, aber jetzt müssen die Candles zwischendurch größer sein und das Ergebnis sieht schlechter aus. Prinzipiell die erste Phase sieht eigentlich ganz gut aus bis zu dem Bereich hier hinten, aber dann haben wir eine relativ starke Stagnationsphase und hier kann ich immer nur zu raten, auf die Stagnationsphase zu achten. Das erleben wir auch ganz stark in der Kundenarbeit. Die meisten achten natürlich auf die Performance-Kurve. Wenn ich jetzt 2 Sekunden raufblicke, denke ich mir, super. Schönes System, das würde ich gerne laufen lassen. Aber vielleicht schauen wir auch noch auf den Drawdown. Der sieht ja ziemlich so groß aus. Den können wir natürlich nochmal hier genauer nachsehen. Wir haben einen maximalen Rückgang von 2%. Eine Prozentangabe würde ich nicht betrachten. Absolut gesehen haben wir 300 € maximal abgegeben. Völlig in Ordnung. Aber was die meisten übersehen, das ist die Stagnationsphase. Das heißt, was bedeutet das? Wie lange tritt ein Konto auf der Stelle? Wir sehen beispielsweise hier das letzte Konto hoch und das war am Januar 2016 und wir erreichen erst dann ein neues Konto hoch, Februar 2017. Und hier ganz klar meine Empfehlung, fragen Sie sich vorher, ob Sie die Disziplin dazu haben, ein System ein Jahr lang auf dem Konto laufen zu lassen, das keine Gewinne macht. Erfahrungsgemäß muss ich leider sagen, hat die Mehrheit nicht die Disziplin, gar keine Frage. Das ist extrem schwierig, einfach ja ein Jahr lang zur Arbeit zu gehen und kein Geld zu verdienen, in Hoffnung, dass es dann irgendwann mal wieder Geld gibt. Deswegen die Stagnationsphase ist ein Parameter, der extrem oft unterschätzt wird. Viele kennen ihn gar nicht, aber mein Tipp ist hier wirklich darauf zu achten. Wir können ein System haben, das uns 50 Millionen im Jahr bringt mit wenig Kapital oder sonst welche Renditen erzielt, aber wenn wir es nicht schaffen, die Stagnation oder den Drawdown zu überleben, werden wir nichts gewinnen. Dann werden wir wahrscheinlich hier das System anmachen und dann nach 3 Monaten, was eigentlich schon eine relativ lange Zeit ist, das System ausmachen. Wir werden es verbuchen als Verlust und wir werden die Gewinnerphasen danach nicht mehr mitmachen. Das passiert leider sehr, sehr oft. Daher Fokus auf Stagnation, Fokus auf den Drawdown und dann würde ich mir die Rendite ansehen und gucken, ob die Verhältnisse passen. Wie gesagt, wenn ich mit 1.000 Euro unrealistische 2 Millionen im Jahr erziele und ich einen Drawdown habe, temporär von 50%, wäre das natürlich eine
noch ein verkraftbarer Drawdown, aber wenn ich einen Drawdown habe von 50% und ich im Jahr gerade mal 3% Rendite erziele, dann ist das für mein Empfinden ja kein gutes Verhältnis bei den Zahlen. Gut, aber gehen wir zurück zu der Strategie. Wir haben hier gesehen, die größere Candle Size einzustellen ist nicht, scheint erstmal nicht ganz so gut zu sein. Das stelle ich wieder runter auf 3. Hoch, eine 3. Und was mich jetzt noch interessiert als letzten kleinen Test, können Sie gerne noch im Anschluss noch zu Hause noch weiter detaillierter testen oder auch Änderungen einfügen. Ich schraube das Ganze einfach mal runter. Wahrscheinlich wird er jetzt sehr viele Trades durchführen, da wir jetzt nur zwei farbige Candles in Folge haben müssen, aber dafür nehme ich die Anforderung etwas hoch, nicht auf 5, aber auf 4, und ich sage mindestens zwei Candles, 4 Pips. Das interessiert mich jetzt noch, was wir da für ein Ergebnis raus haben. Und dann sind wir auch schon bald durch, und dann kann ich Ihnen auch noch den zeigen, wo Sie den Quellcode bekommen, damit Sie das Ganze noch zu Hause nachtesten können. Wie gesagt, den Quellcode erhalten Sie auch noch, das heißt Änderungen im Code durchführen, wenn Sie möchten, können Sie das auch noch umsetzen. So, der Backtest läuft. Dann gucke ich mal so lange noch in die Fragen heran. Handeln Sie den FX-Lunch wieder mit voller Positionsgröße? Nein, den FX-Lunch, den handeln wir immer noch mit verringertem Volumen, also 0,01, um ja zu sehen, wie die aktuelle Phase ist und um zu sehen, ob der Drawdown vorbei ist und wann der Drawdown vorbei ist. So, schauen wir mal auf die Performance. Wahrscheinlich haben wir jetzt einige Trades mehr. Ja, das sehen wir auch schon. Wir handeln ganz schön viel, aber nicht gut. So sieht es momentan aus. Backtest ist vorbei. Wir haben hier, viele Trades haben wir gemacht, 3.900. Einige Trades mehr gemacht, aber die Rendite ist bei, ja, plus minus 9, 10 Jahre für mich ist nicht so gut. Aber halten wir fest, die beste Einstellung, die wir heute gefunden haben, das sind drei grüne Candles, drei rote Candles, und jede Candle muss mindestens 3 Pips groß sein. Das war die beste Performance, die wir heute so entwickelt haben. Ich lasse das nochmal durchlaufen, dass wir das gleich nochmal gemeinsam ansehen können. Aber Fazit für dieses Handelssystem. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch solch eine gute Performance erzielt mit den relativ einfachen Filtern. Wenn wir es jetzt mal grob betrachten, achten wir auf die Anzahl der Candles. Wir achten auf den SMA, also auf den Makrotrend. Wir haben einen dynamischen Stop-Loss eingebaut und die Candles müssen eine gewisse Größe haben. Soweit klingt das alles stimmig und auch logisch von den Bedingungen her. Da bin ich jetzt kein Fan davon, wenn wir Filter einbauen, wie es müssen draußen noch 20 Grad sein oder die Siemens-Aktie muss heute 5% steigen, wenn das gar keinen Bezug hat zu der Strategie. Aber das haben wir hier in dem Fall nicht. Was ich noch machen würde, das können Sie natürlich, wenn Sie möchten, zu Hause auch mal probieren umzusetzen, den Take-Profit. Das ist immer noch ein großes Manko in dem Beispiel hier. Wir handeln einen festen TP von 10 Pips. Da könnten wir durchaus auch den ATR verwenden und ja, einfach sagen, wir nehmen den einfachen ATR oder wir sagen, wir nehmen den zweifachen ATR. Das könnten wir hier alles noch einstellen und durchtesten. Würde ich auf jeden Fall machen, weil ein festen TP von 10 Pips hat keine Aussagekraft. Das funktioniert mal, aber ist einfach zu stark abhängig vom Markt. Damals waren 10 Pips viel, heute sind 10 Pips wahrscheinlich ja nicht mehr so viel. Gut. Dann zeige ich Ihnen gleich mal direkt, wo Sie das System eigentlich herbekommen. Wir haben dafür eine kleine Unterseite kreiert. Die ist nicht öffentlich irgendwo im Menü verlinkt. Die schicke ich Ihnen einfach mal zu. Schicke ich Ihnen am Chat und da können Sie sich den Quellcode herunterladen. Ich schreibe den kurz hier im Chat direkt an alle senden. Also, müsst ihr jetzt wieder bekommen haben. Da können Sie sich den Quellcode runterladen. Das heißt, Sie bekommen dann die .mq4-Datei. Also, Sie können in den Quellcode reingucken, in ihn testen. Aber ganz wichtig, das haben wir hier auch auf die Seite nochmal geschrieben. Das System ist kein System, was Sie jetzt auf Ihr Live-Konto nur anwenden sollen, sondern es dient lediglich, um die Strategie zu analysieren, um zu sehen, das war unser primäres Ziel eigentlich, Ihnen zu zeigen, wie der Workflow bei uns abläuft. Er läuft natürlich noch weitaus detaillierter und komplexer ab, aber wir wollten einfach so einen groben Abriss geben.
und Ihnen Inspiration liefern, wie Sie eigene Strategien entwickeln können, wie der Ablauf groß ist, grob ist und natürlich, wie das eigentlich so intern aussieht in einem Handelssystem. Gerade wenn man kein Programmierer ist, finde ich das immer ganz interessant, mal so hinter die Kulissen zu sehen, was passiert da eigentlich und wie sieht das eigentlich aus, so circa. Das habe ich mich damals auch immer gefragt, bevor ich programmiert habe, wieso macht der PC das, wenn ich jetzt hier raufklicke und wo ist das definiert? Also was versteht der Computer? Das war so ein Ziel, dass wir das jetzt auch noch gemeinsam kennenlernen und Ihnen so einen kleinen Einblick gewähren. Und ich hoffe natürlich, dass mir das gelungen ist, auch Ihnen beizubringen, obwohl Sie nicht der Programmierer sind und auch nicht das technische Wissen. Das war mein Hauptziel und das hoffe ich natürlich, dass ich das erreicht habe. Ansonsten, wenn Sie interessiert sind an dem Thema, dann sind Sie natürlich bei uns richtig und wenn Sie die ganzen Sachen handeln möchten, sind Sie natürlich bei FXpert richtig. Wenn Sie noch weitere Informationen wünschen oder Sie einfach interessiert sind an dem Thema, können Sie sich gerne bei uns auf der Seite umsehen. Wir haben hier natürlich, wir haben hier Videokurse, wir bieten Trading-Server an. Wir haben gerade für Anfänger ganz interessant ein sehr beliebtes Produkt, die Starterbox, wo wir einfach alles enthalten haben, was ja, benötigt ist für das Algo-Trading. Wir haben hier noch die Auflistung aller Webinare gemeinsam. Wir haben auch ein kleines E-Book, um ja, einen kleinen Start zu erleben ins Algo-Trading. Wie gesagt, was Algo-Trading angeht, da sind wir, glaube ich, da sind Sie, glaube ich, bei uns richtig, um da Ihre Antworten zu finden oder ja, entsprechende Produkte zu finden. Gut, mit Blick auf die Uhr haben wir noch 4 Minuten. Wenn noch Fragen da sind, sehr, sehr gerne her damit. Wahrscheinlich sind es schon alle am Handelssystem herunterladen und backtesten schon ganz fleißig, aber vielleicht hört mir noch der ein oder andere zu. Aber momentan sieht es ja erstmal so aus, als ob alles beantwortet ist. So sollte es auch sein. Da kommt auch noch was. Da ist noch eine Frage bezüglich der Seite. Download. Kein Download, bis auf Visitkarte. Das verstehe ich nicht ganz, was mit gemeint ist. Wo habe ich die Seite? Ich würde gerne kurz sagen. Ja, einfach bitte nochmal kurz erklären, was so gemeint ist, aber dann gibt es auch die Antwort darauf. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es Ihnen allen gefallen hat. Freut mich auch, dass wieder so viele dabei waren. Programmierung ist natürlich manchmal ein sehr trockenes Thema und auch nicht das spannendste Thema. Die meisten möchten natürlich lieber Live-Trading haben und Handelsstrategien sehen. Ich hoffe, das haben wir so ein bisschen spannend gestaltet insgesamt in den 3 Webinaren. Und wie gesagt, wenn die Themen doch etwas zu komplex waren oder einige Teile vergessen wurden, dann gibt es natürlich noch die Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal von FXpert. Da kann man das Ganze in Ruhe nochmal Schritt für Schritt durchgehen, an gewissen Stellen einfach das Video stoppen, nachprogrammieren, testen und so weiter. So, jetzt, ja. Da ist noch eine Meldung bezüglich diese V-Card. Also ein zweiter Teilnehmer schreibt das jetzt auch. Okay, das ist interessant. Ich würde einfach sagen, wir gucken uns das direkt an nach dem Webinar und spätestens in einer halben Stunde ist das Problem gelöst. Ist wahrscheinlich nur eine kleine Einstellungssache, aber wir kümmern uns direkt danach und dann würde ich einfach sagen, um 19.30 Uhr nochmal raufgehen und gucken, ob es passt. Dann sollte es erledigt sein. Ansonsten aller spätestens morgen, aber wir kümmern uns direkt gleich darum. Ja, super. Ich denke, die Fragen sind soweit ja auch alle durch. Wenn nicht, dann wir immer gerne uns kontaktieren oder euch direkt auch, selbstverständlich. Und die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Sollte morgen dann der Fall sein. Ich bedanke mich für die kleine Webinarreihe. Also hat auch ein Teilnehmer geschrieben, für die Einfachheit des Systems ist der Profit doch erstaunlich, aber es ging ja tatsächlich nicht primär hier um Profit oder ein profitables System darzustellen, sondern vielmehr eben, wie man so eine Handelsstrategie auf die Beine stellt. Und ja, vielen Dank nochmal, David. Wir bleiben ja eh in Kontakt und wir werden sicherlich, wann haben wir den nächsten Termin?
Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber dann einfach bei uns auf der Webseite mal schauen. Da sind die Termine immer aktuell. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, ja, für die Teilnahme. Und dir, David, vielen Dank für das Webinar heute. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Wenn Sie Fußball gucken, dann einen schönen Fußballabend noch. Bis zum nächsten Mal. Und David, wie immer, du hast das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Haben wir sehr gerne wieder gemacht. Freut mich auch, dass wieder so viele dabei waren bei unserem Lieblingsthema. Es war natürlich nicht das letzte Webinar. Bei uns gehen die Webinare immer weiter. Da lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf die Seite von FXPert, wo wir die ganzen Webinare aufgelistet haben. In diesem Sinne bedanke ich mich auch für Ihre kostbare Zeit und ich wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiche, hoffentlich automatisierte Trades oder auch manuelle Trades und wünsche noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, kleine Ergänzung noch. 30.07. Handelshilfen für den MetaTrader 4 und 5. Dann haben wir jetzt alles. Schönen Abend. Perfekt. Tschüss Vielen zusammen. Dank. Tschüss.